Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Blood Bowl 2 mit mir, dem Mr. Merp. Heute sind mal wieder die Avalon Pussycat Riots dran und ihr seht, sie haben 1550 Punkte. Wir schauen sie uns kurz mal an. Immer noch die stolze, ja, mehr oder weniger rosa Elfenschar aus Ultuan. Und es sind nach wie vor 13 Spieler, Entschuldigung, 11 Spieler, nicht 13. Es sind immer noch nur dieselben 11 Spieler. Der eine oder andere hat ein Level-Up erfahren, wie ihr seht. Es gibt eigentlich nur noch einen einzigen Spieler hier, den Kirdur Neltelen, der noch kein Level-Up genießen durfte. Alle anderen, ah, okay, Entschuldigung, der Werfer hat auch noch keinen, weil ich ihn kaum einsetze. Er ist auch mehr oder weniger der Ersatzwerfer. Und wir können uns gerade mal die Spieler angucken, denn die haben schon einige Spiele auf dem Kasten, ihr seht schon. Das gilt jetzt schon, dass sie als zwei Jahre als Profi spielen. Das ist schon eine ordentliche Zeit. Und unsere Werfer sind zusammen mit unserem, unser Werfer ist zusammen mit unseren Fängern einfach nur der absolute Oberknaller. Ihr seht, das Taranduil Kuyan ist kurz davor, Level 5 zu werden. Ihm fehlen noch 3 Punkte, das sind 3 Pässe, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wir versuchen, dass wir das hinbekommen und ich hoffe, dass es kein zu brutaler Gegner wird. Ich persönlich würde mir ja einfach nur ein schönes Ballspiel wünschen. Wird es aber wohl nicht werden. Wir haben Orks hier, die ungefähr genauso viel wert sind wie wir. Oh je, da ist schon mal eine kostenlose Bestechung drin. Der wird bösartig treten, das ahne ich jetzt schon. Wir haben auch eine kostenlose Bestechung. An der Stelle kaufe ich mir, glaube ich, mal ein Bloodwiser Babe. Man weiß ja nie. Und dann schauen wir mal, ja, wie das hier ablaufen wird. Und da sind wir auch schon im Phalix-Stadium von Dagrins Phalix irgendwas. Ah ne, Bibi Bob nennt er sich. Er hat Goblins, Schwarzorks, Orks. Ich schreibe mal Hi. Ich hoffe einfach kein Troll. Einfach bitte kein Troll. Bitte kein Troll. Bitte kein Troll. Ich möchte einfach nur kein Troll erleben. Ah, zum Glück. Kein Troll. Gut, dann wünsche ich ihm good luck and have fun. So, da sind unsere Elfen. Wir kennen sie ja schon. Ich hoffe einfach mal, dass wir von Anfang an den Ball bekommen. Das könnte uns einen Vorteil verschaffen. Hab schon lange nicht mehr den Anstoß gehabt. Nee, wir müssen verteidigen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was er meint. So, wir gehen hier auf die zweite Defensivaufstellung. Moment. Machen wir so. Ich nehme doch hier nicht den Geschicklichkeitshonsel nach vorne, bin ich denn bescheuert? So. Blitzer dahin. An die Flanke. Mein anderer Blitzer, da ist er. So, wir speichern die Aufstellung als Aufstellung 2. Ich glaube, ich möchte das aber dann dennoch so hier haben. Zumindest zugemacht. Der Goblin könnte ansonsten nämlich extrem ärgerlich werden. So machen wir das, ja. Das speichern wir mal auf Aufstellung 3. So, dann legen wir mal los. Was meint er? From your names you should like one of them far foreigners. Foreigners. Ich verstehe nicht, was er meint. Gucken wir mal seine Spieler an. Knochenbrecher war irgendwie zu erwarten. Knochenbrecher und Tackle. Blocken. Blocken. Oh, Geschick 4 bei einem Blitzer. Interessant. Knochenbrecher. Knochenbrecher und Tackle. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Wir haben es einmal einem Ork-Spieler zu tun, der leider ganz genau weiß, wie man seine Spieler skillt. Tackle sorgt nämlich dafür, dass unsere Skills wenig gegen ihn bringen. Und das ist etwas, was halt in Blood Bowl ziemlich ärgerlich ist. Also es kann sein, dass wir jetzt hier böse, böse, böse eine drauf bekommen. Denn er countert damit halt letzten Endes jetzt hier unser Ausweichen aus.
Ich hoffe einfach bloß, dass wir gleich hier irgendwie so einen Effekt bekommen, dass wenn ihr einen Move kostenlos bekommen, dass ich mich hier wegbewegen kann. Das wäre mir persönlich sehr, sehr recht. Aber ich glaube nicht, dass wir das Glück haben. Ah, doch. Wir bekommen diesen kostenlosen Bonuszug. Dann bin ich ehrlich gesagt am Überlegen, dass ich schon mal dahin renne. Ja, das tue ich. Er ist ja sprintsicher, das heißt, er kann das tatsächlich schaffen. So, ich möchte eigentlich jetzt hier irgendeinen von denen mal weggeblitzt haben. Bevor der mir hier irgendwie größeren Ärger macht. Das versuche ich mal an der Stelle hier. Sehr gut. Bleiben. Ups. Und ich gehe natürlich gleich wieder weg. So. Dass immerhin schon mal einer weniger angreifen kann. Hier machen wir gleich wieder zu. Der kommt eh nicht durch. Hier gehen wir dahin. Und ansonsten versuchen wir einfach hier nur die Formation wieder mal zu halten. Ba, ba, ba. Und so. Selbes gilt für hier. Jetzt hoffe ich einfach bloß, dass der Ball genau da liegen bleibt. Oder zumindest so, dass unser Elf da was tun kann. Ja, perfekt. Das heißt, er kann ihn jetzt nicht einfach so aufnehmen. Zumindest nicht ohne Risiko. Mit ganz viel Glück verkackt er gleich irgendetwas. Und wir können den Ball aufheben. Das wäre mir persönlich ein Pläsier. Naja, er blitzt jetzt erstmal. Aber damit ist seine Blitzaktion schon mal weg. Er kann leider tackeln, das heißt, er haut ihn um. Aber es passiert zum Glück nichts Schlimmes. Das ist das Wichtigste. Ja, er musste Ballgefühl einsetzen. Ich finde es ärgerlich, dass er an der Stelle das jetzt hier so ohne weiteres machen kann. Ich habe ja ein Spiel gespielt, bei dem meine Waldelfen halt überhaupt rein gar nichts aufheben konnten, also oft es schaffen konnten, obwohl sie immer noch so 2 plus hatten. Ich habe das bei Orks und bei Menschen selten gesehen, dass sie ihre 3 plus Würfel mit Reroll nicht schaffen. Habe ich schon gesehen, aber sehr selten. Bei Elfen sehe ich das deutlich häufiger, dass sie ihre 2er nicht schaffen. Als ob sie irgendwie die 1 eine sehr höhere Chance hätte, gewürfelt zu werden. Oh je, er haut ihn um. Ah. Er ist zum Glück nur gelähmt. So, okay. Das. Er will. Ernsthaft? Oh, das ist doch unsportlich. Okay, er ist nur gelähmt, aber er hat immerhin dadurch einen Spieler verloren. Jetzt wird er garantiert seine Bestechung einsetzen. Aber das Gute ist, dass er sie dadurch jetzt schon mal verloren hat. Da haben wir jetzt schon mal Glück gehabt, was das angeht. Was ist jetzt los? Er spielt immer noch. Er hat noch einen Spieler. Hallo, ist er noch da? Lieber Gegenspieler, sind Sie noch da? Irgendwie tut er gerade nichts. Tja, was soll ich da machen, ne? Also, meint er jetzt, es hat einen Turnover gegeben? Hello? Still there? Fragezeichen? Ich... Ups, sorry, okay. Jetzt hat er es gemerkt. Der freundliche... Oder mehr oder weniger freundlicher Herr, der versucht ja quasi auf unseren Ork zu gehen, auf unseren Ork zu gehen vor allem, auf unseren Elfen zu gehen. So, versuchen jetzt hier natürlich den hier wegzuhauen. Das klappt.
Wir gehen nicht hinterher. Zack. Einmal Ock am Boden, bitteschön. So, hier haben wir das Unerschrocken. Das ist gut. Ich möchte auf jeden Fall den hier angreifen. Und den hier zu Boden schicken. Dafür will ich ein bisschen Unterstützung haben. So. Das klappt. Und wir gehen nicht hinterher. Und ein Schwarzorg am Boden. So, Moment. Dann gucken wir mal, dass wir hier mal ein bisschen, ja, Stress machen. Den Ork da so ein bisschen beschäftigen. Am besten gleich mal mit zwei Spielen. Ah, wobei, mit dem hier will ich das ehrlich gesagt nicht machen. Hat der Tackle? Nee, hat er nicht. Okay, das heißt, ich kann hier tatsächlich so durchlaufen. Ja. So. Dann machen wir hier mal einigermaßen zu. Gucken mal, dass hier nichts weiteres passiert. Das Gute ist, dass er jetzt halt einfach seine Besteckung schon hat einsetzen müssen. Das ist das einzig Gute momentan an unserer jetzigen Situation. Geblitzt haben wir schon. Wir können eigentlich sonst nicht mehr allzu viel tun. Das Gemeine ist, dass der jetzt halt Sternchen sieht. Ich wäre gerne mit ihm weggelaufen. So, okay, jetzt hat er hier natürlich ein bisschen eingesperrt. Der hier hat keinen Tackle, das ist gut. Er versucht jetzt hier natürlich zu verteidigen. Ach, er macht schon wieder das Foul. Er ist schon wieder gelähmt. Zum Glück kann er nur einmal pro Runde faulen. Ich hoffe, dass irgendwann mal einer seiner Spieler vom Feld fällt, deswegen. Vom Feld fliegt. Es ist natürlich Teil des Spiels, aber ich persönlich bin nicht so der Fan vom Faulen, weil es im Grunde eigentlich so gut wie gar keinen spielerischen Sinn macht. Außer, dass man einem anderen Spieler seine Spiele kaputt schlägt und die dann halt auf Langzeit kaputt sind. Na, so ein Ärger. Eieiei. Glück gehabt. Nichts Schlimmes passiert. Ja, das Problem ist halt, dass der Spieler halt echt weiß, was er tut. Man sieht's schon. Allein deswegen, wie hier, hier der Cage aufgebaut ist. Der zwingt mich jetzt hier einfach nur zu Würfelwürfen. Das ist definitiv eine clevere Aktion. So, Moment, wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt hier unsere Variante des, also der Verteidigungslinie auf. So. Was anderes können wir kaum tun. So, dann gehen wir, Moment, wir können da hingehen. Hat geklappt. Ich hoffe, das klappt auch. Sehr gut. Und das gleiche Spielchen machen wir hier. Einfach mal hier den Klassiker halt so bringen. Ich glaube, den werde ich hier nicht wegbekommen. Ich versuche es aber einfach. Das ist erfreulich. Wir folgen. Zack. Und machen dann das hier. Ich versuche jetzt den hier nochmal herauszulösen. Genau, dann haben wir jetzt... Sehr gut. Die meisten unserer Spieler quasi hier zurückgezogen. Und wir haben hier quasi ein Fangnetz aufgebaut. Das zwingt ihn jetzt dadurch natürlich definitiv zu Aktionen.
Und ich hoffe, dass er jetzt nicht mehr die Gelegenheit hat, ihn da oben zu faulen, denn das würde bedeuten, er müsste Spiele zurücklassen. Dass er einfach mal das Interesse am Faulen verliert, das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe natürlich, dass ich ihm jetzt auch ein bisschen Kopfschmerzen bereite. So wie er es mit mir tut. Denn so hat er jetzt natürlich nur die Möglichkeit, überhaupt ein Feld vorwärts zu kommen. Und ich muss eigentlich nur versuchen, dass er keinen Touchdown macht. Ich habe auch das Gefühl, er denkt ganz, ganz massiv gerade eben jetzt nach. Ja, das kann er machen. Er könnte jetzt hier reinblitzen. Aber das bringt ihm nichts. Da kann er reinblitzen, ja. Ja, das bringt mehr. Und leider kann er ihn umhauen. Eieiei. Boah, toi, 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 nichts Schlimmes passiert. Er wird jetzt, ja, noch mehr Ausweichenwürfe erzwingen. So viele, wie er kann. Er versucht ernsthaft immer noch zu faulen. Der Spieler hat eigentlich für ihn überhaupt gar keine Bedeutung. Ich muss eigentlich nur endlich mal schaffen, dass der hochkommt und dass ich mit ihm weglaufen kann. Ah. Er ist schon wieder gelähmt. Oh, er schafft es aber auch wirklich jedes Mal durchzukommen. Ich habe bis jetzt bloß das Glück, dass irgendwie nie was passiert. Das ist momentan hier so ein bisschen mein Glück, in Anführungszeichen. So, wir machen jetzt Folgendes an der Stelle. Wir müssen hier kurz mal Platz schaffen, dass der Kollege aufstehen und rauslaufen kann. So. Und so. Auf gut Glück. Ja, das hat geklappt. Dann machen wir das jetzt hier so. Und so. Und so. So, alles klar. Dann stellen wir uns jetzt hier so auf. Oder ne, meine Werfer will ich eigentlich hier nicht exponieren. Na, dann nehme ich lieber den hier. Und ihn hier, so. Jetzt haben wir ihn hier ein bisschen eingesperrt. Ich greife auch gar nicht an. Hoppla, da habe ich versehentlich gerade eben mein Headset beinahe gerade eben in die Walachei getreten. So. Ihn einfach mal ein bisschen Zeit kosten. Ja, er wird ihn jetzt darüber schieben wollen, das weiß ich jetzt schon. Das hätte ich so nicht machen sollen. War ein Fehler. Das wird mir jetzt in dem Augenblick auch klar. Das Schlimme ist, er kann ihn umhauen. Au, 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 au. Naja, er ist immerhin raus. Mit K.O. kann ich leben. Mit K.O. kann ich definitiv leben. So, nach wie vor haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt hier die ganze Zeit diese Schritte nach hinten machen müssen. Wir müssen einfach nur gucken, dass er hier quasi jetzt in den nächsten Runden einfach keinen Touchdown hinbekommt. Das ist alles. Also er versucht... Ah, okay, er versucht sich frei zu laufen, so wie es aussieht mit einem Spieler. Auch interessant zu sehen. Und er baut natürlich darauf, dass ich irgendwann mal den einen Würfelwurf verhaue. Ah, hör doch mal auf! Das ist nicht mehr lustig. Es ist zum Glück überhaupt nichts passiert. Das heißt, Kollege kann jetzt gleich aufstehen. Und ich könnte hier angreifen. Aber als allererstes machen wir einen vorsichtigen Schritt weg.
So, zack, zack. So, selbe Spielchen hier. So. Wobei, Moment, ich könnte es eigentlich sogar so machen. Sparen wir noch ein bisschen Platz. Dann gehen wir dahin. Genau. Ja, das ist natürlich risky. Aber was willst du machen? So. Dann gehen wir dahin. Ich muss es versuchen. Sehr gut. Und hier machen wir einfach noch mit dem Einzelnen zu. Jetzt haben wir quasi die Linie mehr oder weniger geschlossen, so gut wir können. Komme ich an den ran? Das versuche ich natürlich. Ich versuche den Reroll. Ja, ich kann ihn nur wegschieben. Dann bleibe ich an der Stelle einfach. Shit. Das hat nicht sollen sein. Ich hatte gehofft, dass ich ihn irgendwie down bekomme, ohne dass, dass ich selber down gehe. Aber da wollten die Würfel einfach nicht. Er hat jetzt noch 4 Züge. Wenn ich das so mache, schafft er das nie. Das ist die einzige Taktik, die man im Grunde eigentlich gegen so Brutalo-Orks machen kann. Wenn die meinen, sie müssten quasi auf euch einschlagen, Leute, dann spielt ihr einfach das Spielchen, nee, nicht mit mir. Dann könnt ihr im Grunde eigentlich nur immer wieder dieses Fangnetz aufbauen und einfach hoffen, dass er mit seinem Tackle quasi nichts gegen euch ausrichten kann. Das ist eigentlich schon eine ziemlich fiese Methode, dass das halt einfach quasi, also so eine wichtige Fähigkeit komplett auskontert. Das ist halt besonders brutal für halt die schwachen Mannschaften, also die halt gegen diese Brutalo-Orks nicht viel tun können. So, habe ich eigentlich hier den? Nee, den habe ich dann nicht. Er wird ihn wahrscheinlich jetzt hier einsperren wollen. Davon gehe ich jetzt mal ganz schwer aus. Eieieiei. Muss echt gucken, dass ich jetzt hier gleich da die 2 Schritte nach hinten komme. Also er kann immer 2 Schritte machen. Also er... Ich müsste jetzt ein Würfelpech haben, dass er es schafft. Es müsste irgendwie ein Kanal aufgehen, dann hätte er es geschafft. Ansonsten glaube ich nicht, dass er das realistisch schafft. So, genau, ich muss nämlich jetzt dahin. Ich hoffe, ich schaff's. Und es passiert natürlich genau das, was ich befürchtet habe. Irgendwann musste der Würfelwurf hier mal schief gehen. Und natürlich gleich nochmal. Okay, er ist durch, Leute. Er ist durch. Da hat mich jetzt das Würfelglück verlassen. Und er kann es natürlich auch prügeln und ich wette, er wird es auch tun. Aber was willst du gegen die Schwarzorks machen, ne? Kannst du nicht viel. Er wird ihn jetzt hier wegblitzen. Was für eine Überraschung. Ah, zum Glück kann er nicht allzu viel machen. Er legt es tatsächlich auf Niederschlag an. Eieieiei. Bin ja schon dankbar, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ja, jetzt geht er natürlich auf den Touchdown. Absolut verständlich. Ich persönlich hoffe sogar, dass er ihn relativ bald macht. Dass ich auch noch was mit dem Ball tun darf in dieser Runde. Na gut, einmal, wenn er den Touchdown macht in dieser Phase, darf ich auf jeden Fall noch einmal den Ball aufnehmen. Ach ja. Und jetzt kommt natürlich das, wovor ich mich am meisten gefürchtet habe. Die Schwarzorks dürfen zuschlagen. Oh nein!
Nee, also ganz im Ernst, das akzeptiere ich nicht. Das will ich nicht. Keine Verletzung, so. Ich möchte nicht, dass meine Elfen hier, vor allem meine guten Elfen hier quasi schon solche Verletzungen bekommen. Das Schlimme ist halt echt, also, ja, gegen diese Orks was zu machen, ja, schwierig. Extrem schwierig. Also ich werde jetzt hier wahrscheinlich auch gleich da drüben mal anfangen zu prügeln. Ich werde es versuchen. Aber er hat halt einfach letztendlich einen riesigen Vorteil. Und wenn er jetzt den hier auch verletzt... Ah. Glück gehabt, dann hätte es schon mal übel aussehen können. Ach Mist, jetzt hatte ich eine Überzahl. Jawolligens! Und er ist gelähmt. Das ist sehr gut für uns. Aber das muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. So, Moment. Dann würde ich mal sagen, ich gehe mal weg und dahin. Ja, ich versuche es einfach. Denn jetzt wird hier Kollege einfach mal weggeschoben. So. Ich glaube, wir treten den jetzt hier einfach mal. Wir haben ja auch eine Bestechung. Jawohl, den haben wir K.O. gehauen. So viel dazu, mein Freund. Wir nehmen natürlich die Bestechung. So, wir haben ihn auf jeden Fall rausgehauen damit. Das Spielchen kann man nämlich auch zu zweit spielen. Die Frage ist, was tue ich jetzt an der Stelle? Ich kann das eigentlich gar nicht mehr wirklich sinnvoll verhindern, dass er jetzt gleich punkt. Die Frage ist, will ich es verhindern? Ich meine, nominell will ich es auf jeden Fall verhindern, aber... Ich will einfach jetzt erstmal verhindern, dass er auf meine Spieler noch weiterhin eindrescht. Wie so ein Irrer. So. Und ganz im Ernst. Den Move mache ich auch. Ich versuch's einfach. Ja. Manchmal klappt's, ne? So, wir versuchen unser Glück und jetzt wir könnten eigentlich sogar noch blitzen, stellte ich gerade eben fest. Probier ich mal. Jawohl. Folgen wir. Sehr gut. Muss ich da noch irgendwo hinlaufen? Nichts Nennenswertes. Okay, und dann versuchen wir unser Glück hier ebenfalls noch. Ja, den schubsen wir einfach mal weg. Auf dass er nicht angreifen kann. Ja, ich kann... wie gesagt, das Problem ist, Leute, ich brauche mich mit diesen Schwarzorks an der Stelle jetzt gar nicht anlegen. Der soll jetzt einfach seinen Punkt machen. Ich kann es nicht verhindern. Er will den Punkt noch gar nicht machen. Er will verhindern, dass ich nachher noch einen Punkt mache. Und er legt es dann quasi jetzt lieber nochmal auf eine Prügelrunde an, obwohl er nur einmal blitzen kann. Gut ist seine Entscheidung. Ich bekomme auf jeden Fall nochmal den Ball und kann versuchen, einen Pass zu spielen. Interessant fand ich da tatsächlich, dass ich Bestechung zücken muss. Ich dachte, das ist eigentlich nur bei dem Pasch. Ich hatte gar keinen Pasch. Oder ist das, wenn man jemanden verletzt? Auf jeden Fall. Aber ich dachte, gelähmt ist auch schon eine Verletzung, weil der Rüstungswurf dadurch ja durchschlagen wird. Oder hatte ich einen Pasch und habe nur das Ergebnis 5 und 3 beim Ergebnis K.O. gesehen? Bin mir gerade eben einfach nicht mehr sicher. Okay, was hat er vor? Er will auf jeden Fall hier irgendwie mein Fänger hier irgendwie einsperren. Das wird er so nicht schaffen. Er will es auf jeden Fall jetzt nochmal hier auf eine Runde ankommen lassen, wie es aussieht. Und er schafft es natürlich. Ach, es ist nicht zu fassen. Man kann auch echt viel Glück haben, ey. Mit seinen Würfelwürfen. Oh, und er ist gelähmt.
zu schade, dass ich noch keinen Spieler habe, mit dem theoretisch ein Einzug-Touchdown möglich ist. Das ist extrem schade, dass ich das nicht habe. Wo will ich denn hin? Im Grunde will ich eigentlich den da umhauen. Weil ich kann gerade eben eh nichts mehr tun. Ja. So. Gehen wir mal dahin. Einfach mal hier kein nichts mehr auf die Fresse kriegen, ist momentan hier so mein Anliegen. Ja, so wie das zum Beispiel. Na, herzlichen Dank auch. So, einfach mal weg. Dass die hier definitiv kein leichtes Spiel haben mit meinen lieben Werferlies. Das Spiel lasse ich mir nämlich gar nicht erst ein. Ich will ihn da hinprügeln, deswegen stelle ich da schon mal Spiele auf. Ich habe nämlich gleich nochmal vor zu faulen, Leute. Wie gesagt, das Spielchen kann man nämlich auch zu zweit spielen. Ärgerlich. Aber ich bin ja gleich nochmal dran. So, okay. Das war's an der Stelle. Wir können nichts mehr tun. Dead Line Orc has had a very good and storied career. Okay. Also muss irgendwie toll gewesen sein mit dem Orc. Er hat immerhin jetzt schon mal gepunktet. Und wie gesagt, wenn er meint, er muss prügeln, dann suche ich mir natürlich meine Prügelopfer aus. Tja, der Orc bleibt K.O. Unser Elf steht auf. Das ist gut. Das heißt, wir sind wieder vollzählig. Er nimmt hier seine entsprechende Defensivposition ein. Wir werden auf jeden Fall erstmal das Sichere machen. Wir werden den Pass spielen. Was habe ich denn hier für eine dämliche Angriffsformation? Wer hat sich das da ausgedacht? Das macht überhaupt keinen Sinn mit den Blitzern hinten und mit den Werfern vorne. Ja gut, so gesehen macht es an einem Punkt mit den Werfern schon Sinn, wenn man irgendwie so einen Touchdown machen wollen würde, aber was soll denn der Quatsch? So, genau. So sieht's schon mal anders aus. Wo ist denn jetzt unser anderer Werfer? Warum bist denn du da? So, das wird gespeichert. Jetzt Aufstellung 2. Alles klar. Und mit. Ich möchte eigentlich schon ganz gerne dahin. Weil im Moment, ich möchte hier die Unterstützung haben. Und hier zumindest auf die ich so ein bisschen eindreschen, wenn ich schon die Chance bekomme. Was schreibt er? 2 games ago he won the game by dodging into a tackle zone, picking up the ball, dodging out and throwing a pass into the end zone and turn 60. That only orcs can do. Elves never. They failed their rolls on 2+. Smiley. So, Aufstellung fertig und los geht's. Er weiß es. I don't like playing elves, cause they can't dodge, ja. Shit, der darf auf eine bessere Verteidigungsformation umstellen. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das ist super ärgerlich. Ich finde diese Spezialevents manchmal ein bisschen zu heftig für das Spiel. Ja, so viel zu unserer Angriffsbewegung, ne? Wir können jetzt hier, also hier haben wir einmal Unterstützung auf Inje und einmal auf Inje. Das heißt, wir können zweimal mehr oder weniger. Ja, er kann den Ball nicht aufnehmen. Wir nehmen den hoffentlich weniger gefährlichen Weg.
Lol. Ja, so viel dazu. Es ist mir nicht mal vergönnt, einen entsprechenden Würfelwurf zu machen. Ist es nicht. Also einen entsprechenden Wurf. Einen Pass. Weil er elf mit seinem Reroll den Ball nicht aufheben kann. So, Gegner hat wieder zwei Spieler, hat dadurch jetzt wieder Reserve zwei. Wir müssen irgendwann auch mal gucken, dass wir das mal hinbekommen. So, jetzt mal schauen, was er tut. Im Großen und Ganzen wäre eigentlich mein Anliegen, hier quasi an dem hier so vorbeizupreschen. Das ist aber extrem hardcore. Da müsste ich eigentlich den hier tauschen. Den Ball rüberspielen und dann rüberrennen. So, wir versuchen es trotzdem. Vielleicht können wir ja die Orks da so ein bisschen binden und dann haben wir unseren Touchdown, den wir haben wollen. Ansonsten spiele ich den Ball halt auch einfach bloß hinten so ein bisschen hin und her. Aha, okay. Er meint, dass die ein zusätzliches Wiederholungsabwehr bekommen wird, dass die Waldelfen immun gegen Greifen sind. Davon höre ich zum ersten Mal. Mein Wood Elves died yesterday. Six of them. Naja, sie waren nicht wirklich tot. Ihr habt es ja gesehen. Aber sie sind quasi tot. Wir brauchen nicht drüber reden, was da passiert ist. So, wir nehmen den Ball auf. Hoffentlich klappt es diesmal. Wahnsinn, er hat es geschafft. Gehen da hin. Und passen den Ball. Sehr gut. Ball kam an, wo er hinkommen sollte. Der Spieler könnte es tatsächlich schaffen. Ich versuch's einfach. Risikomove. Das klappt schon mal. Sehr gut. Wir können den umhauen. Wir bleiben. Ja, wenn man Elfen jemals quasi auf einen Pro-Status bekommt, dann sind sie ziemlich cool. Das glaube ich sofort. Ich glaube, ich gehe das Risiko ein. Es war so klar. Ich wette, er wird auch den Reroll nicht schaffen. Ah, okay, geschafft. Gut, das heißt, wir rennen jetzt wie angestochen einfach da hinten hin. So. Der kommt natürlich jetzt da noch hin. Aber ich persönlich hoffe, Moment, wenn ich jetzt da hingehe, das kann ich machen. So, sehr gut. So, Moment. Wupp, wupp, wupp. Das muss ich riskieren. So, dass ich hier zugemacht habe. So. Ernsthaft? Wow. Ach, das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch einfach nicht wahr. Ich darf hier gerade eben keinen Ork umhauen. Na, endlich. Wir folgen. Kommen natürlich nicht durch die Rüstung der Orks durch. Moment, wie machen wir das jetzt? Ich könnte eine totale YOLO-Aktion machen. Die Frage ist, Moment, welche Orks kommen da überhaupt noch ran? Also der hier würde rankommen. Das ist der einzige. Ich probier mal eine totale Schwachsinnsaktion, Leute. Das tut das nicht zu Hause, ne? Das wird eh nicht klappen. Ich liebe es. So. Jetzt hat es ein bisschen schwieriger ranzukommen. Mehr kann ich nicht tun für das Voranschreiten an der Stelle. Moment.
So, da wollte ich noch ein bisschen Unterstützung haben. Den will ich da... Ah, ich wollte ihn noch darüber ziehen. Egal. Okay, also wir haben es auf jeden Fall geschafft, unseren Elfen erstmal da hinten hinzubekommen, ein bisschen Unterstützung zu haben. Und er muss jetzt überlegen, was er alles angreift. Er kann hier angreifen und er kann einmal blitzen. Ich werde natürlich versuchen, den Punkt zu machen. Ja, wir sehen, er kommt da nicht mehr ran. Das ist das Wichtigste. Pro-Elfen. Ja, ich hätte ja auch gerne eine Pro-Hochelfen-Mannschaft. Wird aber ziemlich schwierig werden, das weiß ich jetzt schon. Das Wichtigste wäre mal, dass wir auch mal einen Elfen bekommen, der irgendwie Stärke plus 1 bekommt. Das wäre sehr wichtig. Oh, das ist schön. Das ist weniger schön. Vor allem, weil das unsere ist ja kein Ausweichen hat. Au. Und damit ist der Käse gegessen, meine Damen und Herren. An dieser Stelle hat sich's entschieden, was passiert. Vinak, ja, das Schlimme ist, die könnten jetzt halt rankommen, deswegen gehe ich jetzt hier überhaupt gar kein Risiko ein, Leute. Der Touchdown will gemacht werden. Also machen wir ihn. Ich bin ja schließlich auch hier, um Touchdowns zu machen, liebe Leute, und nicht irgendwie komische Dinge. Also wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass Tackle eine der gemeinsten Skills ist, die es in Blood Bowl gibt. Und ich kritisiere wirklich die Existenz dieses Skills, weil es halt einfach ein Skill, den man erstmal sich quasi erlernen muss, einfach zunichte macht. Er existiert nicht. Es ist nicht mal so, dass es irgendwie so heißt, Leute, du musst einen Reroll machen, um zu gucken, ob der wirklich klappt. Nein, er funktioniert einfach nicht. Und das ist das Gemeine an diesem Skill. Er ist quasi einfach nicht existent. Und das finde ich eigentlich nicht gerechtfertigt. So. Denn immer, man muss ja immerhin ein Level-Up durchmachen, ne? Entschuldigung, muss husten. Und habe darüber hinaus auch noch kurz mal eine Runde Durst, weil mein Hals schon ganz trocken ist. Ich babbel jetzt ja auch schon seit über einer Stunde rum. Also, ist nicht das Erste, was ich heute aufnehme. So, wir werden einfach wieder versuchen, ihn aufzuhalten, so gut wir können. Und ich hoffe, dass es wieder ein für uns positiver Effekt kommt. Na, leider diesmal gar nichts. Komplett neutral. Der Ball liegt irgendwo da hinten rum. Aber wir haben es hier auf jeden Fall mit dem Spieler zu tun, der hat schon ein bisschen mehr drauf. Ah, okay. Ist die Frage, was tut er? Ja, ich mache natürlich Ring, ist klar. Ich werde jetzt hier kein Risiko eingehen. Ernsthaft nicht. Ja, den haut er leider um, weil er Tackle hat. Ach, dieses Tackle, es ist nicht zu fassen, dieses Tackle. Es ist leider so, dass er nicht mal irgendwie was würfeln muss oder sowas. So, es wäre einfach fairer, wenn er wenigstens was würfeln müsste. Das macht halt zum Beispiel Blocken so viel stärker im Vergleich zu Ausweichen. Klar, Ausweichen kannst du für zwei Sachen einsetzen, aber Ausweichen erfordert immer noch einen Würfelwurf. Bei Blocken musst du nicht würfeln, ob es klappt. Blocken funktioniert einfach. Neutralisiert das Ergebnis beide down. Ui, ein orkischer Pass. Wuhu! Kann ich dazu nur sagen. Der Blood Bowl Bob. Der Name ist auch lustig. Ja, er wird jetzt hier wieder anfangen, seine Nummer durchzuziehen. Wir werden versuchen, es zu verhindern. Diesmal werde ich versuchen, ein bisschen aggressiver ranzugehen. Ah, das ist jetzt gemein, was er tut. Ah, nee, okay, ich komme da weg. Ja, da hat er sich jetzt natürlich den richtigen ausgesucht. Den muss ich nach hinten ziehen. Ja, das hat er jetzt gut gemacht. Er hat jetzt hier einige Spieler eingesperrt. Och, ernsthaft.
Und natürlich pfeift der Schiri nicht. Es ist, ja, es ist kein Pasch, deswegen pfeift der Schiri nicht. Dieser Schiri ist einfach nur eine mittlere Katastrophe. Er ist eine blanke Unverschämtheit für das Wort Schiri an und für sich. So, Moment, da komme ich natürlich definitiv nicht ran. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal hier unser Glück und laufen dahin. Das klappt schon mal, das ist erfreulich. So, dann haben wir hier unseren Geschick 5 Kollegen. Den bewegen wir dahin. Ich mache erstmal die Sachen, die einigermaßen safe sind. Dass ihr euch nicht wundert. Meinen guten Werfer, den will ich natürlich nicht riskieren. So, wir machen hier zu. Ach, da haben wir noch unseren Blitzer. So, Moment, ich könnte jetzt natürlich... Ja, wobei, der wird es höchstwahrscheinlich schaffen. Bitte schaffe es. Sehr gut. Okay, so viel dazu. Und jetzt müssen wir eigentlich nur gucken, dass wir da irgendwie rauskommen. Klingt leichter, als man meinen sollte, ne? Ist es aber nicht. Tja, was soll ich machen? No risk, no fun. Sehr gut, an der Stelle. Bei dem hier wird es ähnlich schwierig. Tja, Elfen. Beschwert euch niemals über Elfen. Es hat keinen Sinn, sich über Elfen zu beschweren. So, okay. Jetzt haben wir alle Spieler hier, die wir brauchen. Ich musste erstmal quasi alle rausholen. Hat auch wunderbar geklappt. Er versucht es jetzt natürlich da drüben. Wird aber nur bedingt funktionieren, weil ich immer noch sehr, sehr flexibel bin. Ich hoffe, dass er einfach irgendwann mal einen Fehler macht. Aber dieser Spieler ist extrem überlegt. Das könnte natürlich auch mal helfen, dass er einfach mal wirklich einen richtigen Fehler macht. Also so, was heißt einen Fehler macht? Also so einen schlechten Würfelwurf macht. Aber ich sehe das momentan noch nicht kommen. Ja, ich werde ja natürlich gleich angreifen. Also der hat ja leider nur das Unterstützen. Momentan schafft es. Also vielleicht muss ich auch einfach mal mit so einer YOLO-Aktion gleich mal mit ein paar Elfen durchziehen. Den hier einfach nochmal angreifen. Könnte unsere Chance sein. Wir müssen es einfach nur schaffen, irgendwie an den Ball zu kommen. Ja, okay, das wird da hinten jetzt natürlich tendenziell schwierig. Vor allem so. So wird es definitiv tendenziell schwierig. Ja, der schirmt schon sehr gut ab. Also da, hier können wir gerade eben echt was lernen über sehr, sehr gutes Abschirmen. Er macht uns hier die Würfelwürfe wirklich extrem schwer. Es ist eigentlich fast nicht zu schaffen, da zweimal selbst mit Reroll. Ne. Mit den ganzen Kollegen da so von wegen Tackle. Ist das sicher sehr, sehr schwer. Okay, an der Stelle. Tja, ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, hier erstmal den hier umzuboxen. Ernsthaft. So, wir folgen. Jetzt haben wir hier tatsächlich eine Überzahlsituation. Wir können den umhauen. Und folgen. Wir sind ja nicht nur passiv hier unterwegs. Ah, shit. So viel dazu. Ach ja. Wir haben unseren Reroll halt jetzt leider schon verbraucht. Ich möchte aber allerdings nicht, dass der rausfliegt. Das will ich definitiv nicht. So, Moment, wir machen das gleiche Spielchen hier. Ich hoffe einfach, dass wir den weggeschuckt oder umgeschuckt bekommen. Sehr gut. Wir bleiben. Tja, wäre zu viel verlangt, glaube ich, die Rüstung zu durchschlagen bei einem Schwarzorg. Ist ja
So, ja, wie gesagt, ich kann jetzt nichts mehr machen. Also ich habe jetzt, er macht es verdammt gut. Ich kann jetzt nur versuchen, hier nochmal ein bisschen Schaden an seinen Orks anzurichten. Wir bleiben natürlich den Punkt. Ich sehe nicht, wie ich diesen Punkt verhindern sollte, Leute. Ich sehe es nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf gut Glück dahin. Und auf saubärig viel Glück dahin. Oder Moment. Das ist realistischer. Jawohl. Das hat immerhin schon mal geklappt. Dann gehen wir so hin, weil dann kann er nämlich... Aber ja, dann kann er uns wieder nicht mehr an den Rand schieben. Ich will einfach nur verhindern, dass er uns an den Rand schiebt. So. Gut. Wir haben immerhin mal 3 Orks in dieser Runde umgehauen. Und alle von uns stehen noch. Ja, Pro-Elfen wäre natürlich schon eine geile Kiste. Nochmal eine Bewegung dazu bekommen bei den Fängern. Boah, das wäre ein Traum. Das wäre ein absoluter Traum. Springen für die Fänger wäre natürlich auch der Oberhammer. Aber meiner Erfahrung nach sollte man da definitiv einfach mal Geschick 5 haben, um Springen einzusetzen. Oh, und er haut ihn natürlich um. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Oh, ich bin so dankbar, dass nichts Schlimmes passiert ist. Allein dafür bin ich echt schon dankbar. Aber, naja, er ist auf jeden Fall auch im Grübeln, so wie es aussieht. Er scheint auf jeden Fall, ja, Respekt vor uns zu haben. Das ist schon mal gut. Und er hat auch das Faulen eingestellt, aber... Oh, herrlich! Oh, herrlich! Das ist schön! Bitte, bitte! Das wäre der Fehler, den ich jetzt bräuchte. Und, jawohl! Auf diesen Moment haben wir alle gewartet, meine Damen und Herren. Vor allem, dass der Schwarzorg jetzt auch noch K.O. geht, macht die Sache noch sehr viel schöner. Ah, nee, er hat eingesetzt. Er ist jetzt nur noch gelähmt. Genau darauf haben wir gewartet. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie was draus... ja, was Gewinnbringendes draus machen. Ich könnte den jetzt versuchen, dahin zu schubsen. Und dann raus. Rausblitzen. Das wäre mein absoluter Traum. Ganz im Ernst, das will ich tun. Das will ich tun. Ja. Ich versuch's einfach. Das könnte unsere Chance sein. Ah, shit, er geht einfach nur so down. Und zack. Gut. Huch, der Elf ist unsichtbar geworden. Das ist auch mal lustig. Hatte ich schon mal den Bug. Ist extrem fragwürdig. So, wir gehen dahin. Und blitzen jetzt den Kollegen hier. Der ist unsichtbar, dagegen können wir nichts machen. Das ist ein Bug, der war in der Beta schon da. Jawoll. Wir bleiben. Und er liegt. Ich gehe dahin. Das klappt wunderbar. Dann kann ich hier nochmal angreifen. Sehr gut. Wir bleiben. So, das war jetzt wirklich das, was wir gebraucht haben. Einmal das Pech des Gegners ausnutzen. So, wir gehen hier hin. Ne, wir gehen dahin. Oder gehen wir dahin? Ne, wir gehen dahin. So. Dann gehen wir dahin. Und schön einsperren. So, und dasselbe Spielchen machen wir hier. Moment, er kann dann hier. Ja, es ist definitiv schwierig für ihn, das dann hier zu machen. Ja, und ganz im Ernst, also ich versuche jetzt hier natürlich mein Glück mit dem hier. So, weg mit dir, du komischer Ork.
Und wenn er jetzt hier seine Raserei schafft, bekomme ich den ja auch noch down. Ach, bitte. Und dann schafft es auch noch nicht, aber wir hauen ihn immerhin um. Was soll's. So. Wir folgen. Leider keine Rüstung durchschlagen, so wie es aussieht. Nope, aber das ändert jetzt hier quasi mal so ein paar Spielregeln. Nicht viele, aber ein kleines bisschen. Der Schwarzorg kommt hier nicht weg, der müsste blitzen. Und sobald der aufsteht und ich die Gelegenheit habe, ey Leute, ich hau den sowas von in die Zuschauermenge. Kann sein, dass er hier eventuell einen Pass versuchen könnte. Er ist momentan auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen in der Zwickmühle. Das mit dem Laufen, das hat uns sehr geholfen. Aber das ist halt nun mal... Ja, Blood Bowl wäre langweilig, wenn es nicht diese Würfelwürfe gäbe. Wenn alles absolut sicher wäre. Dann wäre es definitiv langweilig. Nur so kann man garantieren, dass niemand nie weiß, was passieren wird. Und wir dürfen nicht vergessen, hier steht unser unsichtbarer Blitzer. Ich habe keine Ahnung, ob der Gegner ihn sehen kann. Jawoll! Jetzt wird es lustig für uns. Ah, okay, es wird nicht mehr lustig für uns. Au, 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 bitte nicht. Nein, nein, nein. Ah, zum Glück. Nichts Schlimmes passiert. Das Lustige könnte sein, dass, also ich weiß gar nicht, ob er ihn sehen kann. Das könnte eventuell zu brutalen Fehlern führen. Vor allem, das ist der Unterstützen-Kollege. Wir sind hier gar nicht dadurch in der Unterzahl. Wir könnten den hier vorschieben, dann haben wir definitiv eine Überzahlsituation und können den einfach weghauen. Ja, das ist witzig, was ist hier gerade eben passiert. Das machen wir auch. Wobei, nee, ich kann es einfach so machen. Jo. Wir bleiben. Zack. Immer mitten in die Fresse rein. Und wir gehen hierhin. Dahin. Ja. So, dann stehen wir an der Stelle. Schon mal einigermaßen gut. Also ich könnte auch einfach... Nee, ich will da stehen bleiben. So, Orks, Orks, Orks. Klappt. Und wieder schicken wir den Schwarzorg in den Staub. Sehr gut. Das ist momentan ja gerade eben eine eher ungünstige Situation. Der da drüben ist mir momentan relativ egal. So. Ich möchte eigentlich den hier loswerden. Denn ich glaube, meine Elfen können es durchaus schaffen, den Ball abzufangen, falls es zu der Situation kommt. Das traue ich denen zu. Wir bleiben. Ich könnte auch einmal die Rüstung durchschlagen. Wäre extrem nett, liebe Würfel. Ich fände das mal toll. Das wäre mal spannend. Mal eine Abwechslung. So. Hier bleiben wir. Und hier versuchen wir unser Glück. Oh nein. Immerhin. So, und weggeschoben. Das böse, böse Orkilein. Und ihn stelle ich jetzt mal hier hin. So, ich möchte jetzt nicht, dass der hier aufsteht. Aber ich möchte... Ja, wobei, ich kann es riskieren. So. Ah, okay, er fliegt vom Platz. Na, super. Das war natürlich eine super Kiste. Er macht das gefühlte 50 Mal und, naja, er hat es, glaube ich, 4 oder 5 Mal gemacht, aber er macht es oft und man hat das Gefühl, was soll das, ne? Der Schiri reagiert im Grunde gar nicht. Nur beim ersten Mal hat er reagiert. Ich weiß gar nicht, ob der weiß, dass der da ist. Oh, Scheibenkleister. Das war jetzt nicht gut. Oh, ich hätte es mit ihm machen sollen. Ah. Okay. Es ist zum Glück nichts Schlimmes passiert. Der ist einfach nur draußen. Der ist einfach nur draußen.
Ja, noch ist er nicht durch. Noch ist er nicht durch. Das war gerade eben ein Fehler, den ich gemacht habe, zugegebenermaßen. Ich hätte es mit dem anderen machen sollen. Hätte er den jetzt nicht raus. So haben wir jetzt zwei Spieler zum Preis von einem rausgehauen gekriegt. Das ist nicht so toll, wie es klingt. Ja, er bereitet sich, glaube ich, schon auf einen Wurf vor, den er dort hier tätigen will. Und ich hoffe einfach nur, dass ich die Möglichkeit bekomme, ihn abzufangen. Spezialität von Elfen und so. So, wir haben hier Unterstützung. Das könnte uns helfen. Die Frage ist, ob er blitzen will. Ich würde ja lieben gerne einen Pass abfangen. Das würde ich total heiß finden. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber als allererstes tue ich das, was ich schon die ganze Zeit tun wollte. Ach, das ist momentan jetzt hier an der Stelle natürlich schlecht. Auf der anderen Seite muss ich den definitiv irgendwie loswerden. Wisst ihr was? Wir gehen mal das Risiko ein. Auch wenn er den Würfelwurf aussuchen darf, aber das ist mir jetzt egal. Ja, klar. Jawohl, das ist super. Dann hat das geklappt, wie ich mir das wünsche. Ja, such dir was aus, mein Freund. So, wir bleiben. Oh, der ist K.O. Leider nicht mehr. So, dann gehen wir hier wieder zurück. Und die Frage ist, wo wollen wir hin? Ich glaube, wir wollen dahin. Ich glaube, wir wollen den Ork ja verhauen. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen aggressiver. Zack. So, wir gehen jetzt so hin. Sehr gut. Einfach nur verhindern, dass er durchkommt. Das ist alles, was ich tun muss. Einfach nur verhindern, dass er durchkommt. So, bleiben. Sehr gut. Den hier lassen wir da nochmal stehen. Das Wichtigste ist, dass er eigentlich nur einmal blitzen darf. Mit der Ausweichen hat er. Ich möchte hier eine Unterstützung haben. So. Ja. Okay, das ist schlecht. Aber was willst du machen? So, wir haben jetzt ihn hier. Er hat jetzt eigentlich gleich nicht mehr allzu viele Optionen. Deswegen behindern wir ihn jetzt hier mal. Wupp. Das ist jetzt extrem gemein. Hat der hier irgendwie Knochenbrecher? Leider hat er das. So, genau, okay. Ja, einfach mal gucken, was passiert. Das war unser Zug. Jetzt ist er dran. Wir haben noch einen, er hat noch zwei. Wir werden nicht an den Ball rankommen. Ich sehe keine Möglichkeit, Leute, wie wir an den Ball rankommen sollten. Aha. Okay, er sieht ihn. Er weiß definitiv, dass er da ist. Schade, er kann ihn umhauen. Ärgerlich. Aber okay, nichts passiert. Dieser Bug, also. Oh, er ist gelähmt. Shit. Dieser Bug, ich hoffe, dass sie den irgendwann mal erkennen und raushauen. Also rauspatchen. Der muss echt nicht sein. Es wird schwierig. Also für ihn ist es schwierig, aber für uns ist es momentan genauso schwierig. Oh Gott, jetzt wird er, glaube ich, den Ball werfen, oder? Das ist der Moment of Glory. Abgefangen. Not his day. Ja, wir können im Grunde jetzt noch einen Pass werfen.
Frage ist bloß, wohin? Versuch's einfach. Jawohl. Das hat geklappt. So viel dazu. Sehr erfreulich, das Ganze. Ich versuche ihn hier umzuhauen. Das schaffe ich. Folgen. Bäm. So, Moment, ich habe hier die Unterstützung, die ich brauche. Wenn ich den hier dahin tue, hat er keine mehr. So, ba-ba-ba-ba. Und wir bleiben hier stehen. Und ich muss jetzt natürlich gucken, dass ich mit dem Elfen hier gleich wegkomme. Dass er nicht mehr den Punkt machen kann, denn hier ist noch rein gar nichts entschärft, Leute. Hier ist rein gar nichts entschärft. Ich muss wegkommen mit ihm. Okay, das ist schon mal wichtig. Das ist noch wichtiger. Wir folgen. Sehr gut. Und dann kann ihm keiner mehr folgen, wenn ich das jetzt hier hinbekomme. Episch den Ball übergeben. Und auf nach Mexiko. Wir können keinen Punkt mehr machen, aber wir verhindern, dass er einen machen kann. Ihr seht, da kommt keiner mehr ran. Der Käse ist gegessen. Wir können nur noch einmal versuchen, ihn anzugreifen. Ja, wir schubsen ihn einfach weg, dass er keinen Angriff durchführen kann. GG. Schreibe ich einfach mal nur Indeed. Habe ich ihn, glaube ich, gerade eben überrascht. So, jetzt hoffe ich, dass hier einfach nichts mehr passiert. Okay, er hat keinen Tackle. Das ist gut. Ja, okay. Noch besser für mich. Er wird ihn jetzt wahrscheinlich da hinschieben. Dann kann er ihn nochmal angreifen. Leider. Eigentlich müsste ich den echt irgendwann mal Gewand geben. Gewand wäre die nächste Stufe, was man den Elfen geben muss. Denn jetzt kann er hier tatsächlich noch theoretisch zweimal angreifen. Ah, und jetzt passiert das, was ich befürchte. Bitte nicht wehtun. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Nichts Schlimmes. Ach, Glück gehabt. Okay. Ja, Rüstung 8 Hochelfen halt, ne? Rüstung 8 ist einfach extrem viel wert. Und ja, da kann er nochmal draufhauen auf... Ja, okay, auf den Elfen. Er muss trotzdem nicht kaputt gehen. Das ist der Einzige, der noch keinen Skill hat. Ich hoffe, dass der jetzt mal die 5 Punkte bekommt, die da nötig sind. Oh, wieso noch faulen? Warum jetzt noch faulen? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das verstehe ich nicht. Also, das Faulen bringt keine Erfahrungspunkte, Leute. So, wir haben ein Unentschieden erzielt. Es war hart umspielt, aber... Naja, es war mit wenig Risiko, mit wenig Bewegung. Der Gegner wusste, was er tut. Wir haben ordentlich Gewinn gemacht, wie wir sehen. Haben dadurch jetzt 130.000. Nochmal einen Fan-Faktor hinzugewonnen. Das ist das, was weniger erfreulich ist. Oh, ernsthaft. Und wir haben ein XP zu wenig für ein Level-Up an der Stelle. Ich gucke trotzdem mal, wie es... Ach, Mist. Ich wollte eigentlich gucken... Ja, das habe ich verpennt, zu gucken, was das für ein Ergebnis war. Wir haben natürlich kein Level-Up. Chronik. Kann ich da reingucken? Ja, ich kann reingucken. Perfekt. Wir können es uns doch nochmal anschauen. Ja, wir sehen hier, es gab einen Touchdown auf jeder Seite, ihr habt es ja mitbekommen. 9 Rüstungsbrecher auf der Gegenseite, 3 nur auf unserer Seite, aber es ist klar, wir haben nicht so viel angegriffen. Platzweise auf unserer Seite einer, was irgendwie lächerlich ist, wenn man darüber nachdenkt. Und ja, das war es eigentlich schon. 2 Pässe haben wir gespielt, er hat einen gespielt. Er hat die meiste Zeit den Ball gehabt,
Aber wie wir sehen, konnte er damit nicht allzu viel anfangen, weil unsere Verteidigungsformation, die wir, ja, da einfach ganz, ganz fiese aufgestellt haben, ihm das Leben zur Hölle gemacht hat. Und im entscheidenden Moment ist ihm ein Würfelpatzer unterlaufen, der uns extrem geholfen hat, dass wir am Ende sogar noch den Ball erobern konnten. Ja, so viel dazu. Wir sehen, ja, es ist interessanterweise ein sehr, sehr langsames taktisches Spiel gewesen, aber solche Spiele gibt es auch und ich glaube, die werden auch mehr, umso höher man nach oben kommt. Von den Punkten her würde ich mal behaupten, haben wir definitiv gewonnen, aber auch nur knapp. Wir haben 12, er hat 11. Einfach, weil wir diesen einen Pass mehr gespielt haben. So viel dazu, liebe Leute. Das waren mal wieder die Avalon Pussycat Riots in einem etwas zäheren Spiel. Ihr seht übrigens schon, ich habe hier die nächste Stufe des Everqueen Stadiums, also Stufe 2 mir geholt. Wir haben schon den 11. Platz, minus 1 Modifikator auf den Rüstungswurf nach fehlgeschlagenem Sport, also wenn man hinfällt, nach dem Rennen. Das war mir sehr wichtig. Denn ich möchte nicht, dass meine armen Elfen hier quasi irgendwie einen Genickbruch erleiden, nur weil sie dumm durch die Gegend rennen und hinfallen. Ich weiß noch nicht, was ich übrigens jetzt mit den 130.000 machen soll. Ob ich mir tatsächlich jetzt mal einen Ersatzspieler leisten soll, ob ich es irgendwie, ja, in den Club stecken soll, hier für das nächste Upgrade. Was? Ist eh zu teuer. Das heißt, wir müssen sowieso erstmal noch eine Runde sparen. Und damit verabschieden sich die Avalon Pussycat Riots hier, die gesamte Mannschaft, inklusive meiner selbst bei euch. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.